Begriff für was ich mache hier in den USA, auf Deutsch Liedermacherin. Ja, normalerweise, also Sie können alle finden in Howard Square bei mir in Boston, Massachusetts, weil ich stamme aus Massachusetts, noch aus der Küste. Ja, gibt es hunderte Leute genauso wie ich, da am Straßen, sind so Straßensängerin und so weiter. Und normalerweise, es hat was Persönliches zu tun, normalerweise ein sad story, melancholy und normalerweise eine Geschichte über etwas persönlich. Und dieses Lied ist eine Geschichte, ist ein Lied, was ich habe von einer Freundin geschrieben. Sie war Alkoholikerin und hat viel Scheiße gelernt in ihrem Leben wegen Alkohol. Sie war 38 Jahre alt und hat, sie war besoffen und hat Auto gefahren, ja, nach Hause gefahren. Was ist sehr illegal in den USA, nicht so wie hier in Deutschland, wo es ist nicht so illegal. Es ist ein bisschen illegal in Deutschland, ja. So nicht so wie in den USA. Also hier in Deutschland, man fährt, also wenn man ist angehalten bei der Polizei und ist besoffen, dann die Polizei fährt dich nach Hause und du wartest auf Post. In den USA, die Polizei fährt dich zum Knast und du wartest auf Gericht. Und falls du sehr gerne raus von diesem Knast, dann musst du mindestens 5000 Euro bezahlen. Und sag tschüss zu diesen 5000 Euro. Du kannst das nie wieder. Es geht eigentlich auch. Okay, meine Freundin, ja, hat dieses Geld nicht, wartet im Knast, kommt vor das Gericht und sie muss da bleiben. 2 Jahre im Knast. Sie kam raus, als sie 40 Jahre alt war, und das alles von Anfang an. Ganze Leben. Ist nicht so viel, ist nicht so einfach, aber jetzt ist sie kriminell. Und in den USA bekommst du keinen Job. Du bist ein Kriminell. Fast kein. Oder du kannst schon bei Burger King oder McDonald's putzen oder sowas. Aber it's very, very difficult to start up again. Aber sie hat das geschafft. Sie hat Malerin, arbeitet in irgendwelche Bau-Companies oder Bau, was sagt man, Baugesellschaft. Ich war bei Besuch und sie hat mir die ganze Geschichte erzählt und hat mir so ein bisschen was noch mehr erzählt, so Hinweis gegeben und so weiter. Und sie muss nach Arbeit, ich also ja zurückgeblieben, hat so meine letzte Schluck Kaffee und hat ich diese Lied für sie geschrieben. Es heißt Cheyenne, weil Cheyenne ist der Name von ihrer großen Truck. Ihr Monster Truck. Es war ein GMC Blazer Cheyenne. So, deswegen diese Lied heißt Cheyenne. And it's the story of my friend Cheyenne. Cheyenne said, I'm tired of driving. I pay the cost for getting lost on some crazy trail. Rocky Mountains, could have wound up there, so crazy in my younger days, cause it doesn't
melted. It's time I settle down, time to move ahead, shake off my regret over losing so much ground. And I do believe it's looking mighty fine, 'cause it's all about happiness. I'm not wasting any more time, 'cause it doesn't take much. It takes hardly anything to get it all mixed up. Get another chance. If you want, I'm not.